to come, wishing I had strength to stand. This is not what I had planned. It's out of my control. Hey, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute kam nämlich ein kleines Päckchen an. Und zwar habe ich mir nämlich bei Figuya eine Reservierung bestellt, die am Freitag kam. Also, er war am Freitag schon bei Figuya. Und zwar von Naruto Shippuden, Sasuke Uchiha, die Nendoroid Nummer 707. Wenn ihr vorne sehen kann. Ich finde es schade, dass er halt nicht so eine Box hat wie Naruto. Aber man kann ja nicht alles haben. Dafür finde ich das sehr cool, dass das Uchiha-Wappen mit hier vorne drauf ist. Sieht man auch nochmal, was alles dabei ist. Ich finde es echt mega cute, dass sie dann so ein lächelndes Gesicht mit hineingepackt haben. Das finde ich cool. Dann packe ich ihn mal ganz fix aus. So, ich habe ihn jetzt mal ganz fix aus der Verpackung rausgeholt. Ich zeige nochmal hier den Hintergrund. Das ist nämlich das Sharingan-Zeichen, würde ich mal so behaupten. Beziehungsweise, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, sieht mega cool aus mit dem Rot. Ich habe jetzt am Anfang nur gedacht, das ist jetzt nur Rot. Aber es ist nicht nur Rot. Ich würde das jetzt mal ganz fix wieder hineinpacken. Da bin ich. Bitte. So. Dann gab es einmal dazu wieder die Gebrauchsanweisung auf Englisch und auf Japanisch. Hier sieht man auch nochmal die Handparts. Was alles dabei ist. Gehen wir mal daneben. Ich mache mal gerade hier das. Das war auch dabei, das packe ich jetzt nicht aus. Das war schon nachher zum Bilder. Das ist Sengusano. Ich finde es mega cool, dass das auch mit dabei ist. Im Übrigen bei Itachi glaube ich auch dabei. Aber dann kommt das dieses Jahr. Er wurde aber schon angesagt. Worauf ich mich mega gefreut habe. Ich habe die Befürchtung, irgendwo ist Klebe. Ich kenne die Japaner. Irgendwo machen die immer Tesastreifen dran. Nein, da ist kein Tesastreifen dran. Okay, kein Tesastreifen. Dann mache ich ihn schnell auf. So, ich habe ihn schon mal ausgepackt, quasi aus der Verpackung hier. Fangen wir hier fix an. Hier ist quasi die Base, hier ist auch nochmal die extra Base, um Susanoo dann hinten quasi zu befestigen. Das ist wie mit bei Naruto und Kurama. Und nochmal ein Neckjoint. So, dann fangen wir nochmal den Face, den Gesicht dann an. Ja, einmal ein ernstes Gesicht. Böses Gesicht. Mit dem aktivierten Sharingan. Das fand ich echt mega cool, dass sie das mit reingemacht haben. Das ist das Gesicht quasi, wo er zum Teil seinen Mangekyo Sharingan erweckt hat und das Auge da so blutet. Das müsste zu dem Zeitpunkt von den 5 Kage treffen gewesen sein und als er gegen Danzo gekämpft hat. Dann einmal von seinem Susanoo das Skelett, das bisschen. Ja, sieht mega geil aus, weil es auch so mega transparent ist. Das meiste ist jetzt noch zugeklebt. Das müsste ich das Klebeband wegmachen, wenn ich es wegbekomme.
Nur mal kurz. So, dann hätten wir einmal hier das Chidori. Und dann die zwei Hände von ihm, wo er mit Naruto halt. Das Bund quasi. Ja. Dann hier unten einmal. So, ich habe schon mal die Folie fix abgemacht, wie gesagt. Hier sieht man halt einmal die linke Hand, wo das sein Schwert hält. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Ja. Plus, was ich auch geil finde, wenn es innen drin ist. So, dann hätten wir einmal noch ein paar Handparts. Also so. Also hätte die Hände offen. Dann noch ein paar Beine. Das kann man bewegen. Bei Naruto kann man das zum Beispiel nicht bewegen. Hier das, die Neck Joints. Zum dem Springpart würde ich mal so behaupten. Und das gilt für das nächste Bein genauso. Also so immer für das rechte. Kann man auch bewegen. So, dann hol mir mal Sasuke fix raus. Das ist nämlich immer noch eine Folie. Wie gesagt, ich mache die Folie nicht ab. Die mache ich immer in Ruhe ab. Hier sieht man ihn dann mal. Ich finde, die Haare sind mega gut gelungen hinten. Und die Details. Er sieht mega cute aus. Ja. Ich sehe das auch nochmal. Das kann man auch abmachen, so. Das wackelt. Ja. Auf jeden Fall, hier sieht man ihn nochmal. Ich finde das mega toll. Hier oben müsste eigentlich das Oshia-Symbol sein. Genau, mein Handy ist gerade echt in einer miesen Qualität, warum auch immer. Aber gut. Ja, auf jeden Fall werde ich wie immer das Video, werde ich wie immer Bilder hinten dran hängen, damit man ihn nochmal besser sieht. Auch mit den verschiedenen Posen und was weiß ich. Mit Naruto natürlich. Und ich habe ja auch noch einen Anzug hier liegen, quasi von diesen Hochzeitsanzügen in schwarz. Und da werde ich ihn auch mal reinpacken. Wird natürlich auch mit dazu kommen. Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.